aktuell. Außerdem schauen wir nach Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Dort gibt eine Schießerei von letzter Nacht der Polizei große Rätsel auf. Ein Mann wurde dabei getötet, ein weiterer schwer verletzt. Und wir Es war ein erschreckendes Wochenende bei uns im Land. Es gab Messerstechereien in Magdeburg und Weißenfels. Im Harz wurde ein Mann mit Kokain und einem Sprengsatz verhaftet. Es gab einen Raubüberfall in der Landeshauptstadt und es brannte das Vereinsheim eines Motorradclubs nieder. Und als wäre das nicht schon zu viel, gab es auch noch eine Schießerei in Tangermünde. Mein Kollege Jens Keller mit den Neuigkeiten. Was genau heute früh gegen 3 Uhr in diesem Mehrfamilienhaus in Tangermünde geschieht, ist auch 12 Stunden später noch ziemlich undurchsichtig. Das Spurenbild sei sehr komplex, so die Polizei. Ein Streit zwischen zwei befreundeten Männern endet in einer Schießerei. Der 34-jährige ehemalige Bundeswehrsoldat soll seinen 50-jährigen Bekannten mit mehreren Schüssen schwer verletzt und sich dann selbst gerichtet haben. Das sind die bislang bekannten Fakten. Jetzt müssen LKA-Beamte und Gerichtsmediziner Licht ins Dunkel bringen, den genauen Tathergang rekonstruieren. Eine enge Freundin der Ehefrau des Toten war eine der ersten, die von dem Drama erfuhr. Am Zittern, ich bin hilflos. Kommt alles auf einmal. War ein ruhiger Mann, er war nett. Deswegen bin ich jetzt auch so geschockt, dass es das Erste gewesen sein soll. Nach noch unbestätigten Informationen war ein Streit um eine Frau der Auslöser für die Bluttat. Nachbarn berichten zudem, der 34 Jahre alte Mann sei Sportschütze gewesen. Laut nationalem Waffenregister waren mehrere Waffen auf ihn zugelassen. Zuletzt soll der mutmaßliche Täter beim Kampfmittelbeseitigungsdienst gearbeitet haben. Zu den genauen Hintergründen der Tat will die Polizei weiterhin Anwohner und Zeugen befragen.